Mein Name ist Daphne Büllesbach, für die, die später gekommen sind. Und wir kommen jetzt quasi in den zweiten Teil für die Panel-Diskussion. Begegnungsorte für Bürgerinnen, Verwaltung und Politik, Rathäuser der Zukunft. Mit vier Gästen, die ich Ihnen gerne nacheinander vorstelle. Mit Ephraim Gothe, Manfred Kühne, Frau Professor Tatjana Schneider und Franziska Schreiber. Wir haben uns das so überlegt, dass wir das gerne in zwei Themenblöcke aufteilen. In den ersten Themenblock mit Herrn Gothe und Herrn Kühne geht es um das neue Rathaus der Zukunft. Was ist hier der Status quo? Andrea Hofmann hat dazu auch schon ein bisschen was gesagt. Und im Themenblock 2 sozusagen zur Vision und zu den relevanten Trends der Stadtentwicklung mit Frau Professor Schneider und Frau Franziska Schreiber. Wie gesagt, Sie können Fragen stellen. Nach dem ersten Block nehmen wir schon mal gerne Fragen an, wenn Sie welche haben. Ich habe auch schon eine gesehen hier im Chat. Schreiben Sie einfach, wenn Sie eine Frage haben. Herr Gothe und Herr Kühne, Sie sind da. Ich sehe Sie. Schön, dass Sie da sind. Ich fange mit Ihnen an, Herr Gothe. Herr Ephraim Gothe ist seit 2016 Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit sowie stellvertretender Bezirksbürgermeister im Bezirk Mitte. Er ist studierter Bauingenieur und war zuvor unter anderem von 2012 bis 2014 als Staatssekretär für Bauen und Wohnen in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt sowie von 2014 bis 2016 als Referatsleiter der gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg tätig. Herr Gothe, ich stelle Ihnen eine ganz einfache Einstiegsfrage. Warum ein neues Rathaus in Berlin-Mitte? Ja, vielen Dank. Vielen herzlichen Willkommen in die Runde. Diese Frage lässt sich ganz banal beantworten. Wir haben einen Rathausstandort ein paar hundert Meter weiter an der Karl-Marx-Allee, wo wir in einem privaten Bürogebäude ein Drittel unseres Rathauses insgesamt im Bezirk Mitte haben. Und da müssen wir perspektivisch weichen, da die Büromieten ja signifikant gestiegen sind und vermutlich auch noch weiter steigen werden, werden wir uns dieses Haus nicht mehr leisten können und möchten auch nicht uns in eine Zwangssituation begeben, wo wir jeden Preis quasi akzeptieren müssen, den der Vermieter dann aufruft. Und da war es tatsächlich ein schicksalshafter Moment, dass es dem Senat von Berlin gelungen ist, das große Gelände vom Haus der Statistik zu erwerben. Und der Senat war so freundlich, dann auch die Entscheidung zu treffen, dass unter anderem auf diesem Areal eben auch ein neues Rathaus für das Rathaus Mitte, den Bezirk Mitte vorgesehen werden soll, durch einen Neubau, über den wir heute reden. Und das ist erstmal so der ganz banale Hintergrund. Wir brauchen einen Ersatz für einen anderen Standort, der uns vermutlich abhanden kommen würde. Und was ist die Rolle, die sozusagen der Bezirk Berlin-Mitte hier auch einnimmt? Und was ist bisher sozusagen die Entscheidungslage? Naja, die Rolle geht natürlich über das Rathaus hinaus. Es geht ja um die Quartiersentwicklung insgesamt von dem Areal. Darüber werden wir sicherlich auch noch sprechen, auch die Synergieeffekte, die wir uns davon versprechen, eben in einem größeren Gesamtprojekt untergebracht zu sein, da eine Rolle zu spielen, partizipieren zu können. Die Rolle des Bezirks ist natürlich erstmal zu sagen, warum wir dieses Rathaus brauchen und welche Bereiche dort einziehen sollen. Und in der Tat ist es so, dass wir intern schon dabei sind, ein Raum- und Funktionsprogramm zu erstellen, das wir brauchen, damit dann die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in die Lage versetzt wird, einen Architekturwettbewerb für dieses Haus dann auszurichten. Dazu muss man vielleicht nochmal eine Vorbemerkung machen. Das Rathaus ist ja bereits in einem sehr beispielhaften kooperativen Planungsprozess in diesem Quartier gesetzt worden mit seinem Standort und einer Kubatur, mit einem Hochhaus, das zunächst 60, jetzt vielleicht 90 Meter hoch wird. Das heißt, da gab es schon eine Menge von Diskussionen, Planungsprozessen, partizipativen Prozessen, wie sich dieses Rathaus dort in das Gesamtquartier einfügen kann und soll. Und da muss natürlich der Bezirk Mitte in seinem Eigeninteresse
mitmachen, aber wir machen es auch nicht nur, weil wir es müssen, sondern weil wir auch sehr spannend finden und aufregend finden, dieses Quartier halt insgesamt zu entwickeln. Also wir müssen die Rolle spielen, dass wir erstens sagen, was soll da genau rein an Funktionen für die Bezirksverwaltung, aber dann eben auch, wie können wir im Kontext mit dem Quartier und auch darüber hinaus dort ein Rathaus platzieren, was möglichst öffentlich ist, möglichst attraktiv ist, möglichst gut wahrgenommen wird, positive Energie ausstrahlt und so weiter und so fort. Und das ist eine Rolle, die wir eben aktiv wahrnehmen wollen. Und genau, Sie haben schon ein bisschen was auch zum Hintergrund gesagt, was ja auch schon passiert ist. Jetzt gibt es dieses Partizipationsverfahren, Stimmen auf Knopfdruck. Welchen oder was ist sozusagen hier der Spielraum dieses Partizipationsverfahrens? Das hängt auch davon ab, was für Anregungen wir bekommen. Wenn wir jetzt Ideen bekommen, die wir so überzeugend finden, dass wir die auf jeden Fall dann auch implementieren wollen in den weiteren Prozess, dann verändert das möglicherweise das ganze Projekt. Also es kommt auch darauf an, was an Ideen hier eingespielt wird, die wir dann aufgreifen können. Aber es gibt natürlich auch andere Themen, die wir quasi selber beantworten müssen. Es ist ja so, dass wir im Bezirk noch zwei weitere Rathausstandorte haben. Das alte Rathaus im Bezirk Tiergarten ehemals und das Rathaus im ehemaligen Bezirk Wedding. Und das heißt, wir haben auch immer das Gesamtpuzzle vor Augen, wie wir unsere Verwaltung insgesamt in Mitte unterbringen und welche Bereiche am besten wo angesiedelt werden. Und da sind wir in einem Entscheidungsprozess eben auch schon dabei zu sagen, welche Fachämter, zum Beispiel Jugend oder Soziales oder Gesundheit, passen vielleicht besonders gut an den Standort Mitte oder an den Standort Tiergarten und welche Bereiche sollten dann in den neuen Rathaus zusammenfinden. Wir wollen auf jeden Fall nicht, dass wir einfach eins zu eins das, was wir 100 Meter weiter haben an Funktionen, dass wir das hier einfach verpflanzen, sondern wir nehmen das zum Anlass, uns insgesamt neu zu sortieren in der Bezirksverwaltung. Ja, vielen Dank, Herr Gothe. Ich möchte gerne Herrn Kühne mit in das Gespräch holen. Manfred Kühne ist seit 2008 Leiter der Abteilung Städtebau und Projekte in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Er ist Architekt und Stadtplaner und war zuvor unter anderem von 2001 bis 2009 Leiter der obersten Denkmalschutzbehörde in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin. Hallo, Herr Kühne. Nach der ersten Frage, die ich an Herrn Gothe stellte, möchte ich auch Sie fragen, an die Senatsverwaltung, warum ein Rathaus der Zukunft, was ja auch sozusagen das Versprechen eines zukunftsträchtigen Hauses inhärent hat. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier dabei sein kann und den Versuch machen kann, zu übermitteln, was uns bewegt, uns beim Projekt Haus der Statistik und auch bei diesem Rathaus zu engagieren. Wir haben ganz praktische Funktionen. Wir sind einer von 5 Kooperationspartnern, die diesen Standort innovativ entwickeln wollen, weil sich, Herr Gothe hatte schon gesagt, die bisher ja seltene Gelegenheit ergeben hat, an einem der zentralsten Orte der Stadt ein großes, jetzt landeseigenes Grundstück zu beplanen, also ein großes Gebäude, das leer steht und bisherige Parkplatz- und Straßenflächen, die bebaut werden können. Wir sind deswegen dabei, weil hier eingeübt werden soll, wie Verwaltungen, also das ist das Bezirksamt, das ist aber auch unsere Verwaltung, gemeinsam mit 2 landeseigenen Gesellschaften, die sich um den Bau und die Bereitstellung von Gebäuden kümmern, die BIM, die Berliner Immobilienmanagement GmbH, die normalerweise Verwaltungsgebäude zur Verfügung stellt für die Berliner Verwaltung, und die WBM, die Wohnraum verwaltet und neu baut für Berlinerinnen und Berliner. Und wir haben als 5. noch den interessantesten Partner ZKB. Frau Hoffmann ist ja schon zu Wort gekommen. Wir Verwaltungen und die landeseigenen Gesellschaften, wir wollen herausfinden, ob man nicht in der Kooperation
Initiativen mit Vertreterinnen der Zivilgesellschaft, mit Künstlerinnen und Kreativen, ob man nicht interessantere Stadtquartiere und interessantere Gebäude schaffen kann. Deswegen tun wir zum einen das, was wir eben ganz gut können. Wir organisieren hier Wettbewerbe bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und auch eine Abteilung unseres Hauses wird dieses Gebäude mal errichten. Wir wollen aber vor allem herausfinden, was in einer solchen Fünferkooperation was möglich ist, was wir in Berlin bisher noch nicht ausprobiert haben. Wir haben ja sehr viele innovative Projekte, die Baugruppen realisiert haben, die als temporäre Nutzung realisiert wurden oder auch von Genossenschaften. Und wir versuchen, diese Akteure jetzt zusammenzubringen. Und das heißt, auch wir interessieren uns, was braucht ein Bezirksamt? Herr Gotha hat da ja schon Hinweise gegeben. Es ist natürlich schwierig herauszufinden, was ein Bezirksamt in 10 Jahren braucht, wenn dieses Gebäude mal fertig ist. Wir sind wahrscheinlich in einer der Phasen, wo sich auch die Verwaltung deutlich dynamischer entwickeln muss und entwickeln wird als vielleicht in anderen Jahrzehnten. Wir haben uns mit allen Kooperationspartnern darauf verständigt, dass der Bezirk das höchste und deswegen auch das repräsentativste Gebäude bekommen soll. Und die Höhe soll nicht nur dem Ego der Bezirksamtsmitglieder oder der Bezirkspolitiker schmeicheln, sondern durch die Höhenentwicklung wollen wir mehr Raum ermöglichen, als der Bezirk nach der jetzigen Einschätzung braucht. Und das heißt, wir haben einfach im Gebäude Flächen, die nicht für ganz normale Verwaltungsnutzung genutzt werden müssen. Und da wir Ideen brauchen, haben wir Zusammenkunft Berlin, die Genossenschaft auf unserer Seite. Wir fragen jetzt die Bürgerinnen und Bürger und wir werden natürlich am Ende auch die politisch Verantwortlichen im Abgeordnetenhaus in der BVV fragen, was, Herr Gute hat es auch schon benannt, welche Ideen können den Ort bereichern und was können wir uns leisten? Ein Hochhaus zu bauen ist nicht die günstigste Investition, die man sich vornehmen kann, aber wir gehen davon aus, dass man also von diesem Gebäude aus, vor allem von den oberen Etagen, einen Überblick im wahrsten Sinne des Wortes über die Berliner Innenstadt bekommt. Und wir wollen es auch zu einem Ort machen, wo man einen Überblick bekommen kann, was in der Stadtentwicklung so vor sich geht. Es gibt ja viele faszinierende Projekte in Berlin, aber sehr viele Berlinerinnen und Berliner machen sich auch Sorgen, weil der hohe Investitionsdruck, den wir heute haben, zu Preissteigerungen führt, zu Verdrängungen führt, zu großen Herausforderungen für viele, gerade in der Innenstadt. Und insofern teilen wir mit den Verantwortlichen im Bezirk und in der Koop 5 die Überzeugung, es kann an diesem Ort nicht darum gehen, nur Verwaltung gut unterzubringen oder vielleicht auch eine Bezirksverordnetenversammlung, sondern wir müssen diese Chance nutzen, Platz schaffen für neue Ideen und herausfinden, wie man diese Räume dann auch gut nutzt, auch wie man es finanziert. Mhm. Da möchte ich gerne nochmal an Herrn Gothe weitergeben. Wie würden Sie das sozusagen aus Ihrer Sicht sehen, auch im Hinblick auf eine Frage, die im Chat schon aufkam und die jetzt Herr Kühne auch gesagt hat, dass Sie natürlich ein Gebäude planen für das nächste Jahrzehnt oder die nächsten Jahrzehnte und Verwaltung dynamisch sein muss sozusagen in dieser Hinsicht. Wie sehen Sie sozusagen dieses Thema, dass okay, wie können wir als Verwaltung dynamisch sein, wie können wir uns neu erfinden? Die Frage aus dem Chat dazu konkret ist, wird die Chance genutzt, die Verwaltung auch neu aufzustellen? Ja, in der Tat ist es ja so, dass wir durch die Digitalisierung sowieso in eine neue Sphäre vorstoßen, was unsere Verwaltungsarbeit angeht. Da ist ja ein großer Prozess angestoßen in den letzten 4 Jahren, die gesamte Verwaltungstätigkeit quasi in digitale Formate auch zu geben. Was in Zeiten von Corona zum Beispiel sehr wünschenswert gewesen wäre, ist, dass wir da schon einen guten Schritt weiter sind und viel einfacher auch von zu Hause in solchen Situationen arbeiten können. Da sind wir noch vergleichsweise am Anfang.
Also das macht sehr viel aus, aber es ist dann eben auch die Frage, wie kann man innerhalb der Ämter besser miteinander kommunizieren? Wir haben da ja einen großen Blumenstrauß an verschiedenen Funktionen, vom Straßengrünflächenamt über Amt für Umwelt und Natur, Jugendamt, Sozialamt, Gesundheitsamt. Wie kann sowas besser miteinander kommunizieren? Aber dann natürlich auch, wie kann diese Verwaltung besser kommunizieren mit denen, für die wir arbeiten, nämlich für die Öffentlichkeit insgesamt, unsere 385.000 Einwohner im Bezirk, die von uns Dinge benötigen, brauchen, verlangen. Dafür sind wir ja auch da. Wie kann man dieses Zusammenspiel verbessern? Und da ist vielleicht ein Punkt noch wichtig, das ist eine Besonderheit gegenüber anderen Standorten in Mitte. Dieses Rathaus soll auch der Sitz der Bezirksverordnetenversammlung sein, also dem Parlament dieses 385.000 Menschen starken Umgriffs. Und das heißt, es ist auch der Ort der Demokratie, der kommunalen Politik, das hier Eingang finden soll. Und da ist es natürlich auch, ich sag mal, ein Geschenk, dass das an einem Ort stattfinden kann, nämlich in der Nähe vom Alexanderplatz, der mit zu den am besten erreichbaren Orten nicht nur im Bezirk, sondern in ganz Berlin gehört. Das heißt, schon von daher können wir sehr einfach auch face-to-face mit den Menschen, die hier leben, kommunizieren. Und in der Tat ist es so, dass wir jetzt auch schon dabei sind zu überlegen, wie kann dieses Rathaus besonders kommunikativ sein. Wenn man Rathäuser kennt, so der alten Art und Sorte, dann ist es oft so, dass man an einem unfreundlichen Pförtner vorbeischlurft, dann irgendwie ziemlich auf sich selber angewiesen ist, den richtigen Raum zu finden. Man stolpert durch Flure und dann muss man doch noch ein anderes Stockwerk. Also das ist auch gar nicht so einfach. Es hat zwar einerseits so einen offenen Aspekt, weil man da im Prinzip ungehindert überall durchschlendern kann. Auf der anderen Seite ist es auch nicht besonders einladend, diesen Akt des Konferierens dann eben tatsächlich zu machen. Und wir wollen und haben da auch Beispiele gesehen aus von neuen Rathäusern in den Niederlanden. Wir wollen im Foyerbereich, der durchaus sich auch über mehrere Geschosse entwickeln kann, muss nicht nur das Erdgeschoss sein, wollen wir quasi eine Kontaktzone einrichten, ein Foyer, das dazu dient, möglichst einfach, möglichst unkompliziert eben Einzelanliegen zu besprechen, aber auch Projekte zu besprechen, Projektarbeit zu machen. Und das soll dann auch sozusagen eins zu eins in das Geschehen der Bezirksverordnetenversammlung mit ihren Fraktionen übergehen können. Also es soll ein sehr kommunikativer und einladender Ort werden. Und ich möchte auch hier eine Person noch erwähnen, die hier mit dabei ist. Also erstmal die stellvertretende Bezirksvorsteherin Sonja Kreitmeier der BVV. Die habe ich schon gesehen, die ist mit hier dabei. Aber dann auch Tabea Marx von Drees und Sommer, die uns als Verwaltung hilft, solche organisatorischen Prozesse überhaupt zu denken und zu gucken, wie kann man sowas räumlich, architektonisch eben auch besonders gut umsetzen. Die hat das bisher auch super gemacht und wir haben tatsächlich morgen auch schon unseren nächsten Intern-Workshop, wo wir über den eigentlichen Arbeitsplatz sprechen. Und da ist es ja so, dass die Verwaltung dadurch geprägt ist, dass jeder so sein Zimmer hat mit einer Tür, die man zumachen kann, die sogenannte Zellenstruktur. Und da wollen wir uns eben auch offensiv fragen, ist das die richtige Art und Weise des Zusammenarbeitens? Und besprechen morgen also auch andere Bürostrukturen, Kombibüros und großräumigere Büros, wie man das zurzeit auch an anderen Stellen bei neu errichteten Bürogebäuden kennt. Können wir davon was lernen, um unser eigenes Zusammenarbeiten auch zu verbessern? Ja, ich höre erstmal wieder auf, sonst wird es zu viel. Ich noch eine Frage, bevor ich auch an die beiden weiteren Rednerinnen weiterleiten möchte. Wurde nochmal gefragt, wir haben es ganz am Anfang kurz erwähnt, auch im Grußwort von Frau Hofmann, aber wer kann, soll, darf sich beteiligen? Herr Kühne, Herr Gotha, Sie können sich aussuchen, wer antworten will. Vielleicht können Sie dazu nochmal was sagen. Wer sind sozusagen die Gefragten? Na, ich fange vielleicht mal an. Wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt ja schon einen ungefähr zweieinhalbjährigen Diskussionsprozess um das ganze Quartier, der dieser Partizipationsprozess war sehr vielschichtig bisher und alle möglichen Formate wurden aus,
getestet, ausgesucht. Es ist besonders innovativ, jetzt auch quasi mit diesen Pilotnutzungen schon mal auszuprobieren, welche Art von zivilgesellschaftlicher Arbeit, sei es im Sozialen, sei es im Kulturellen, würde hier an diesem Ort besonders gerne haften bleiben. Und dass diese Gedanken, die sollen sich natürlich auch in das Rathaus hineinziehen. Wir wollen mit dem Rathaus, wir wollen mit dem Quartier sozusagen ein Ensemble bilden, was funktional auch gut zusammenpasst und miteinander korrespondiert und harmoniert. Aber wir wollen vielleicht auch, wenn man nochmal den Maßstab ein bisschen größer zieht, wir wollen ja auch einen Beitrag dazu leisten, ein Teil des Alexanderplatzes zu werden, der eben bisher relativ einseitig durch Einkaufen und Kommerz geprägt ist. Das, was an Büroflächen dort dazukommen wird und auch an Wohnungen, ist eher sehr hochpreisig. Und deshalb möchten wir quasi einen ganz stark gemeinwohlorientierten Baustein dazu zuliefern, der den Alexanderplatz dann eben auch mitprägt, ne, damit der nicht so einseitig ausgerichtet ist. Und das denken wir auch gleich mit unserem Rathaus sozusagen mit, dass wir am Alexanderplatz sind. Das ist vielleicht auch nochmal eine Komponente. Ja, teilen, partizipieren oder Anregungen geben, das ist in einem größeren Umfang schon passiert durch die Quartiersentwicklung, die wir ja gemeinsam gemacht haben. Und wenn es jetzt gelingt, zum Beispiel in diesem Format auch nochmal den Blickwinkel zu schärfen von denjenigen, die so ein Rathaus brauchen und wo man dann sage, wie wünscht ihr euch das eigentlich, in einem Rathaus auch empfangen zu werden und in Kontakt treten zu können, dann nur her damit. Ne? Okay, alles klar. Herr Kühne, möchten Sie auch nochmal ergänzen, vielleicht auch in Bezug auf die Leitlinien der Senatsverwaltung? Ja, gerne. Also Herr Guter hat ja schon betont, dass wir mit den, und Frau Hoffmann hat es vorhin auch angesprochen, mit den Pioniernutzungen Dinge einfach schon mal ausprobieren. Die Diskussionen haben sich natürlich am Anfang zunächst mal auf die Bestandsgebäude fokussiert, die ja jetzt auch ab Ende dieses Jahres dann umgebaut werden. Und jetzt geht es darum, darüber zu diskutieren, was dann auch in den Gebäuden der WBM, die ja überwiegend Wohnhäuser sein werden, an Nutzungen, an attraktiven Nutzungen fürs Quartier und für die Stadt unterzubringen sind und vor allem, was auch im Rathaus möglich ist. Und dieses Ausprobieren finde ich eigentlich das Faszinierendste am Projekt Haus der Statistik. Und vielleicht bekommen wir Ideen, die man jetzt in so einer Art Pop-up-Rathaus dann in diesem Jahr oder in den nächsten und übernächsten Jahren ausprobieren kann. Denn ich glaube, es ist schon ganz wichtig, die Frage ist jetzt zu Recht angesprochen worden, nicht nur, was denken sich Bürgerinnen und Bürger aus, was denken sich Planerinnen und Planer aus für das Gebäude, sondern die, die in der Verwaltung sind und dort mal untergebracht werden sollen, wenn auch jetzt gerade ein starker Generationswechsel stattfindet, ich glaube, die sollten auch die Chance haben, mal sowas auszuprobieren und einfach bestimmte Dinge dort zu erproben. Das vor dem Hintergrund, weil wir in Berlin ja sehr große politische Umbrüche zu bearbeiten haben. Wir setzen uns seit einigen Jahren ganz intensiv in der Stadtplanung, Gebäudeplanung damit auseinander, dass die Bürgerinnen und Bürger größere Mitspracherechte haben. Also wir haben die repräsentative Demokratie, also wir wählen eine BVV oder ein Abgeordnetenhaus und die bestimmen dann in der Legislaturperiode die wichtigen Dinge. Wir haben aber auch die Möglichkeit, über Bürgerentscheide, Volksentscheide heutzutage selber politische Initiativen auf den Weg zu bringen. Und damit letztendlich durch die Bürgerinnen und Bürger Gesetze dann auch herbeizuführen. Und wir haben eine Vielzahl von Projekten in der Stadt, die überwiegend privat finanziert werden, wo es in unterschiedlichem Maße möglich ist, Einfluss auf die Projekte zu nehmen. Und deswegen gibt es ja jetzt Bürgerleitlinien für die Beteiligung. Der Bezirk Mitte hatte das schon, bevor es die Senatsebene hatte. Wir haben das jetzt auch. Und deswegen ist es jetzt auch verpflichtend, Orte zu schaffen, an denen man sich als Bürgerinnen und Bürger informieren kann.
Also was sind wichtige Projekte? Mhm. Also wo lohnt es sich, mal ein Auge drauf zu werfen und zu überlegen, ob man sich engagieren will und auch zu beraten, wie man das anfängt, an wen man sich wenden kann oder ob es irgendeine Art von Unterstützung gibt, damit man als Bürgerin und Bürger, der oder die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Planung hat, sich überhaupt zurechtfindet und damit diejenigen, die sich engagieren wollen, auch Gehör finden. Das sind neue Entwicklungen, das sind aber verpflichtende Entwicklungen. Die Politik hat sich das selber auferlegt auf Bezirks- und Senats- und Abgeordnetenhausebene. Und wir brauchen auch die Räume dafür. Also die Archäologen haben vor ein paar Jahren Berlins ältestes Rathaus ausgegraben. Da haben wir lernen können, ein Rathaus funktioniert dann immer gut über die Jahrhunderte, wenn viel Platz ist und wenn man es auch umbauen kann. Und wir müssen eben gucken, ob Räume für politische Initiativen, für Partizipation, für Debatten, in welchem Umfang die geschaffen werden und wie die aussehen können, weil wir damit eigentlich bisher, Herr Gothe hat es gesagt, in den traditionellen Rathäusern aus dem 19. Jahrhundert, aus den 20er oder 50er Jahren eigentlich keine Erfahrung haben. Mhm. Und deswegen ist es eine wichtige politische und gesellschaftliche Debatte, aber es ist, glaube ich, auch ein Innovationsschub für das Thema Rathausbau. Den letzten großen Innovationsschub hatten wir um 1970. Da wollte man in der alten Bundesrepublik, aber solche Beispiele hatten wir dann auch später auch in Marzahn beispielsweise oder Hellersdorf, wollte man Rathäuser auch zu Orten für die Bürger machen. Das waren dann meistens auch von der Verwaltung bereitgestellte Angebote, also Volkshochschulen, Bibliotheken oder ähnliches. Und wir wollen eben jetzt herausfinden, was die Verwaltung und Politik Neues anzubieten haben und vor allem, was Bürgerinnen und Bürger selber organisieren können. Mhm. Es ist ja auch ein Phänomen, dass diese Rathäuser, die sind normalerweise zu den üblichen Arbeitszeiten in den Büros genutzt und die sind dann zu den Sitzungszeiten der Ausschüsse genutzt und sonst stehen sie leer. Macht auch ökonomisch Sinn, darüber nachzudenken, ob man große und teure Gebäude nicht vielfältiger und auch vielleicht Tag und Nacht oder vielleicht auch an Wochenenden nutzen kann. Okay. Sie haben eine sehr gute Überleitung gemacht zum zweiten Themenblock von der Archäologie des ersten Rathauses zu welche Trends und wie sollte Stadtentwicklung in der Zukunft aussehen und Beteiligung. Deswegen freue ich mich, mal die zwei weiteren Referentinnen mit in das Gespräch zu holen. Ich hatte am Anfang gesagt, dass wir das aufteilen in zwei Themenblöcke, also kommen wir jetzt zu Themenblock 2, zu den Trends der Stadtentwicklung. Erstmal zu Ihnen, Frau Professor Dr. Tatjana Schneider. Sie ist Architektin und leitet seit 2018 das Institut für Geschichte und Theorie der Architektur und Stadt und die Sammlung Architektur und Ingenieurbau an der Technischen Universität Braunschweig. Sie lehrte und forschte zuvor lange Jahre unter anderem an der University of Sheffield in England. Von 2019 bis 2021 ist sie auch aktuell Co-Kuratorin und Director of Research für die Ausstellung Living the City im Flughafen Tempelhof. Freut mich, dass Sie da sind, Frau Professor Schneider. Und ich würde gerne Sie als erstes fragen, tatsächlich vielleicht auch im Hinblick, gerade was Herr Kühne gesagt hat, sozusagen mit welchen Trends es auch hingeht. Was muss aus Ihrer Sicht beachtet werden, um öffentliche Räume für Stadtgesellschaft zu entwickeln? Und welche Ziele sozusagen sollte man sich da vielleicht auch vergeben? Okay. Ja, vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich dabei sein darf. Ich versuche mich knapp zu halten. Also bitte auch unterbrechen, wenn. Es wurde bisher so wahnsinnig viel schon auch gesagt und ich weiß jetzt im Moment gerade gar nicht wirklich genau, wo präzise ansetzen, denn natürlich bringt diese Beteiligung oder Begriffe auch Rathaus der Zukunft und so weiter und so fort, die bringen so unglaublich viele Dinge mit auf, die glaube ich, wirklich wichtig sind, ganz präzise auch zu verhandeln. Ich fand es wahnsinnig interessant, als Herr Gothe eben davon sprach, dass das Rathaus aus der Karl-Marx-Allee raus muss,
weil es zu teuer geworden ist oder weil es zu teuer wird, dort zu bleiben. Und das hat mich tatsächlich ja auch nochmal so ein bisschen daran erinnert, was für ein wahnsinniges Privileg das auch sein wird, in das Haus der Statistik, das ehemalige Haus der Statistik zu ziehen und auch etliche Neubauten zu bekommen. Und auch dazu hat Herr Kühne ja eben schon ein bisschen gesprochen, hat schon dazu gesprochen, dass unter Umständen ja natürlich auch eine Multifunktionalität angedacht werden muss, also auch eine mehrfache Nutzung der Räume, denn nicht jeder und nicht jede in der Stadt Berlin hat ja tatsächlich irgendwie dieses, kann auf dieses Privileg zurückgreifen, ein so wahnsinnig tolles neues Ding mitten in der Stadt dahingesetzt zu bekommen und entwickelt zu bekommen. Also ich glaube, was es wirklich wichtig ist zu verhandeln für einen Rauhautaste Zukunft, da geht es tatsächlich um Privileg. Für mich sind auch wirklich Diskussionen um Beteiligung oder Mitbestimmung zentral. Also worüber reden wir denn eigentlich? Geht es um eine klassische Partizipation, wie man sie vielleicht häufig versteht, was mehr eine Konsultation ist als ein tatsächliches Mitmachen dürfen, auch ein weiteres Mitmachen dürfen. Und das würde mich jetzt auch wirklich im Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens auch interessieren, inwieweit diese Stimmen, die dann eingebracht werden, die von Computern transkribiert werden, tatsächlich dann auch gehört werden, um das so ein bisschen überspitzt zu sagen. Also wie geht man auch weiter mit den Stimmen um? Welche Gewichtung bekommen diese Stimmen? Und dann hat Herr Gothe natürlich auch eben von gesprochen, 385.000 Einwohnende Berlin-Mitte, das ist sehr, sehr viel. Und die Frage, die kam eben auch im Chat schon auf, für wen ist dieses Rathaus? Und Gemeinwohlorientierung, ich glaube, das geht weit über Mitte auch hinaus, aber zentral sind natürlich diese knapp 400.000 Einwohner. Und da ist die Frage, wie erreicht man die und wie können die sich tatsächlich einbringen, auch über die Stimme hinaus. Jetzt öffentliche Räume, vielleicht einfach nochmal so ein bisschen begriffliche Definition, da geht es tatsächlich auch für, da geht es um das Gemeinwohl und es geht um eine umfassende Nutzung und auch dazu gab es schon ganz viele Stichworte, aber zentral ist sicher Barrierefreiheit auf allen Ebenen, da geht es um Sprache, da geht es um Zugänglichkeiten, auch das wurde erwähnt, ne? 24, es ist jeden Tag in der Woche, 24/7 an allen Tagen im Jahr und dann natürlich auch im Vorfeld hatten wir so ein bisschen über Schwellen gesprochen, auch Schwellenangst unter Umständen. Da stellt sich natürlich auch schon so ein bisschen die Frage, Schwellenangst existiert ja sehr häufig nur dann, wenn es nur eine Schwelle gibt. Und eine Multiplizierung der Schwellen würde ja unter Umständen bedeuten, dass ganz viele unterschiedliche Leute dann auch die richtige Schwelle finden können, um in dieses Rathaus reinzukommen oder auch für die Verwaltung, von der Verwaltung von innen nach draußen zu treten. Denn Schwellen funktionieren ja in beide Richtungen. Also wie kommt die Verwaltung auch tatsächlich raus? Da könnte man ja tatsächlich auch drüber sprechen, dass das kein Einwegsystem ist, sondern in beide Richtungen funktioniert. Das sind vielleicht erstmal so ein paar ganz grundsätzliche Dinge, über die man natürlich nochmal detaillierter sprechen könnte. Aber zentral wirklich, also Klima-Dinge wurden angesprochen, dann tatsächlich aber auch Rathaus und Zukunft wurde in Bezug auf die nächsten 10 Jahre gesprochen. Ich glaube, wir müssen länger denken. Wir müssen mindestens 100 denken, wenn nicht 150. Also das Rathaus, gerade auch in Bezug auf Klima, also wie stellt sich dieses Rathaus tatsächlich auch baulich dar, sodass es ein Impuls für ein Bauwesen wird, das sich auch der notwendigen Nachhaltigkeit stellt. Also das ist, glaube ich, auch ein zentraler Punkt. Zusammen mit der Mitbestimmung, die vielerorts tatsächlich auch immer stärker eingefordert wird. Und davon könnt ihr Berliner ja wirklich einfach auch zur Genüge sprechen. Da höre ich jetzt vielleicht an der Stelle erstmal auf. Ja, vielen Dank, Frau Schneider. Ich bringe erstmal Frau Franziska Schreiber ins Gespräch, bevor ich Ihnen auch nochmal eine Rückfrage stelle. Frau Franziska Schreiber ist seit 2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Städtebauinstitut der Universität Stuttgart. Sie ist zudem Senior Associate von Adelphi, einer hier in Berlin ansässigen Denkfabrik für Klima, Umwelt und Entwicklung, wo sie von 2015 bis 2020 den Bereich urbane Transformation leitete und hier in verschiedenen nationalen und internationalen Projekten tätig war. Freut mich, dass Sie da sind, Frau Schreiber. Sie mussten jetzt eine Weile warten für die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte.
Auch sozusagen im Hinblick, was jetzt gerade Frau Schneider gesagt hat, würde ich gerne noch von Ihnen hören, wie Sie aus Ihrer Perspektive dieses Thema Trends einschätzen. Frau Schneider hat gerade gesagt, wir müssen nicht in den Jahrzehnten denken, sondern eher vielleicht 100, 150 Jahre. Sie beschäftigen sich auch selber mit diesen Themen von, wie können diese Räume gestaltet werden, welche Nachhaltigkeitsaspekte spielen eine Rolle. Können Sie dazu was ergänzen, welche Trends sozusagen in der städtischen Entwicklung beachtet werden sollten? Ja, super. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein und auch Teil zu sein von diesem spannenden Auftakt und von der Diskussion. Frau Schneider und Herr Gothe und genauso Herr Kühne haben schon ganz viele wichtige Punkte angerissen. Ich glaube, ich würde erst mal anfangen, noch so eine, ja, ein paar ergänzende Gedanken zu der Bedeutung auch des öffentlichen Raumes zu liefern, was Frau Schneider gerade angesprochen hatte. Und vielleicht auch nochmal so eine Art neue Perspektive hier zu eröffnen, anknüpfend an das, was Herr Gothe vorhin gesagt hat, nämlich, und für mich ist das so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass das Rathaus der Zukunft ja auch ein ganz wichtiger Ort der lokalen Demokratie ist und dementsprechend natürlich auch Bezug nehmen muss auf aktuelle Entwicklungen in der Gesellschaft, die wir sehen und aufgreifen muss und darauf auch reagieren muss. Und ich glaube, eine ganz wichtige Entwicklung ist einfach die zunehmende soziale und politische Spaltung, die wir in der Gesellschaft haben, aber auch ja, das schwindende Vertrauen in demokratische Prozesse. Und ich glaube, dass wir in den letzten Wochen noch mal ganz deutlich gesehen haben, wie wichtig eigentlich Transparenz ist, wie wichtig Offenheit ist. Und dass auch Räume gebraucht werden und Formen für Gemeinschaftsbildung, sowohl digital als auch analog. Und ich glaube, dass sich das auf jeden Fall in dem Entwurf für das Rathaus der Zukunft auch widerspiegeln muss. Und ich glaube, das kann man auf einer architektonischen Ebene denken, im Sinne von, dass etablierte Machtstrukturen und auch Barrieren zwischen Bürgerinnen und Bürgern und zwischen den Vertretern und der Verwaltung auch abgebaut werden müssen, also sowohl symbolisch als auch politisch, auch als auch physisch. Und das wurde ja vorhin auch schon so ein bisschen gesagt, und es nicht mehr nur ein Ort ist, wo man hingeht und irgendwie Papierkram zu erledigen oder vielleicht die Architektur ehrfürchtig zu bestaunen, sondern dass es ein Ort ist, wo man eingeladen wird, A, zu verweilen, wo gelebte Demokratie stattfindet und wo auch Gemeinschaft praktiziert wird. Und ich glaube, dass man da ganz viele spannende Beispiele auch im internationalen Kontext findet, von denen man lernen kann, von denen man sich inspirieren lassen kann. Also ich denke da nur an den Entwurf in Tallinn, wo sozusagen das demokratische Periskop im Prinzip als Grundgedanke formuliert wurde. Also dass eben auch der Sitzungssaal einsehbar ist, also dass die Bürgerinnen und Bürger eben einfach auch sehen, was wird da verhandelt, von wem wird das verhandelt, wie verhalten sich auch unsere politischen Vertreter hier, und gleichermaßen in dem Saal Spiegel angebracht wurden, dass die Vertreter auch immer wieder damit konfrontiert werden, für wen stehen wir hier eigentlich und wen repräsentieren wir hier eigentlich. Das Rathaus in Malmö wurde ja im Prinzip als kommunales Wohnzimmer erdacht. Also da geht es darum, dass man dort wirklich sich aufhält, dass man sich dort auch wohlfühlt. Gleichermaßen wurde über Offenheit und Transparenz diskutiert, also auch wirklich Aushandlungsprozesse in den öffentlichen Raum, und ich meine wirklich unter den freien Himmel zu holen, dass Entscheidungsprozesse draußen stattfinden, um da auch eine gewisse Transparenz zu schaffen. Auch die Frage von, und das wurde auch in Malmö besprochen, wie wäre es denn auch mit einem komplementären mobilen Rathaus? Also sozusagen kein großes, aber ein kleines, was sozusagen angedockt ist an dieses physische, sehr statische Gebäude, wo auch nochmal klar ist, wir gehen hier auch auf die Bürgerinnen und Bürger zu und wir erwarten nicht immer nur, dass die Bürgerinnen und Bürger zu uns kommen. Und das sehen wir auch in Dänemark vielfach, wo Rathäuser eben einfach auch als öffentliche Räume gedacht werden. Und ich glaube, hier kann man ganz viele spannende sozusagen Anknüpfungspunkte sehen. Und ich glaube, für mich ist schon ein zentraler Punkt, dass wir uns fragen müssen, wie soll die Zukunft der Demokratie aussehen, wie soll die Zukunft der lokalen Demokratie aussehen und wie spiegelt sich das architektonisch auch in einem Gebäude wider und in einem Rathaus der Zukunft. Und das hat was mit Fragen von Offenheit, mit Transparenz und Flexibilität zu tun, aber auch mit, und das wurde ja dankenswerterweise auch schon vielfach angesprochen, wie können wir
intelligent unterschiedliche Funktionen ja auch zusammenführen und kombinieren, was wiederum so ein bisschen an diesen Diskurs anknüpft, den wir gerade haben, auch zur Zukunft der Innenstädte. Und ich glaube, dass das Rathaus der Zukunft in Berlin-Mitte in unmittelbarer Nähe zum Alex sich natürlich auch diese Frage stellen muss. Wir haben jetzt gesehen in der Krise, dass der stationäre Einzelhandel einfach in einer sehr prekären Situation ist und es auch immer schwieriger wird und die Innenstädte nicht einfach nur ein primärer Einkaufsort sein können, sondern wir müssen sie multifunktionaler gestalten, auch unter anderem, um die Ziele der Bundesregierung zu erreichen, effizienteren Flächenverbrauch zu erzielen. Und hier geht es auch darum, verschiedene Funktionen von Arbeiten, von Wohnen, von Gewerbe, von Einkaufsmöglichkeiten intelligent zu kombinieren. Und das muss eben auch auf einer Gebäudeebene passieren. Und das wurde ja auch schon richtigerweise angesprochen, dass das Rathaus der Zukunft demnach eben nicht nur ein Gebäude und also ein Bürogebäude und ein Verwaltungsgebäude sein kann, sondern neue Funktionen einlädt, neue Funktionen fördert. Und ich glaube, oder hier ist es total spannend, einfach auch zu hören, was wünschen sich da die Bürgerinnen und Bürger? Geht es um Bibliotheken? Geht es um Tanzräume? Geht es um Chorräume? Was auch immer? Und gleichzeitig, und das wurde ja auch schon erwähnt, die Frage von Mehrfachnutzung. Wir sind gerade in Zeiten, wo wir uns einem permanenten Wandel eigentlich ausgesetzt sehen und es ja auch so ein bisschen um Flexibilität und Agilität geht und um die Frage, wie können wir sicherstellen, dass Gebäude nicht nur von 9 bis 18 Uhr genutzt werden und dann eben sozusagen leer stehen, sondern von vornherein auch intelligente und einfache Umnutzungsmöglichkeiten hier irgendwie auch geschaffen werden. Und vielleicht noch ein allerletzter Punkt, was mir auch ganz wichtig ist und vielleicht noch gar nicht so richtig angesprochen wurde, aber eng verknüpft ist auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, ist die urbane Gesundheit. Finde ich auch ein wichtiger Punkt, also das Thema Lebensqualität, Wohlbefinden, aber auch eine gesunde Wohn- und Arbeitsumgebung zu schaffen, ist einfach was immer wichtiger wird. Und ich glaube, alle Zukunftsanalysen deuten darauf hin, dass das ein Standortfaktor für Städte wird. Und gleichermaßen sehen wir aber natürlich auch, dass diese Räume die Orte sind, wo wir den meisten Stress haben, sozialen Stress aufgrund zunehmender Verdichtung, Hektik, Lautstärke und so weiter. Und hier die Frage ist, wie schaffen wir es auch, in hochverdichteten Räumen und Innenstädten Erholungsräume zu schaffen, mit mehr Stadtgrün, mit mehr Stadtblau. Einerseits ist es gut für die menschliche Psyche, und aber auch, um das Klima zu verbessern und sozusagen Anpassung an den Klimawandel zu leisten und letztlich auch die Städte resilienter zu machen. Mhm. Und wenn ich das jetzt nochmal runterbreche als allerletzten Punkt auf die Gebäudeebene, bedeutet das für mich schon, sich zu überlegen, wie kann man auch in Grünräume und grüne Infrastruktur rund um das Gebäude selber investieren, also von Entsiegelung von Flächen hin zu Baumbepflanzung, grünen Fassaden, Dachgärten mit Urban Gardening, aber auch die Frage von nachhaltigen Baumaterialien, also auch Holzbau hat nachweislich eine sehr positive Wirkung auf Körper und Psyche. Also es geht wirklich auch darum, meines Erachtens nach, hier ein ganz klares Gegenmodell zu der Architektur, die wir auch drumherum finden, zu schaffen und so eine Art Haltung zu etablieren, wo man auch hin möchte zukünftig und das mit so einem Gebäude auch auszustrahlen. Mhm. Ja, vielen Dank. Noch erst noch eine Nachfrage an Sie, zu auch anschließend an eine Frage, die ich im Chat gesehen habe, und nochmal auch kurz die Erinnerung an alle, dass Sie weiterhin den Chat auch nutzen können für Ihre Fragen. Sie sind, glaube ich, ja auch Kritikerin dieses Ansatzes der Smart Cities. Und welche sozusagen Verbindungen sehen Sie aber sozusagen zwischen dem, was wir jetzt hier auch im digitalen Raum versuchen, der Partizipation mit der Verbindung eben des analogen, dort gestalteten Raums für die Schnittstelle Verwaltung und Bürger? Und im Chat wurde sozusagen daran ein bisschen anschließend diese Frage gestellt, welche künstliche Intelligenztechnologien werden hier mit integriert und welche Rolle spielt dieses Konzept von Smart Cities?
vielleicht nicht nur eigentlich eine Frage an Sie, aber ich richte sie jetzt erstmal an Sie. Ja, also natürlich eine total wichtige Frage. Ich glaube, da kommen wir nie drum herum. Ich bin nicht die absolute Expertin, was sozusagen Smart City Debatten angeht. Aber natürlich kann sich in eine Verwaltung und ein Rathaus der Zukunft auch dieser digitalen Ära nicht verwehren. Und ich glaube, auch grundsätzlich sehen wir, dass ob das nun Städte oder Nachbarschaften sind, wir werden immer hybrider. Digitale Medien greifen immer stärker auch in das analoge Leben ein. Ich glaube, ein Punkt von mir war, dass wir jetzt natürlich sehr, sehr stark uns im digitalen Raum befinden, aber auch gleichzeitig merken, wie wichtig eigentlich analoge Interaktionsmöglichkeiten sind. Und gleichzeitig muss natürlich aber auch ein digitales Dependant geschaffen werden, wo über Maßnahmen berichtet wird, wo natürlich auch Beteiligungsmöglichkeiten geschaffen werden. Ich denke, hier gibt es viele Möglichkeiten auch, dass sich eine Verwaltung und kommunale Politik transparenter auch nochmal darstellt und hier Austauschmöglichkeiten bietet. Mhm. Frau Schneider, noch eine Frage auch an Sie, eine Rückfrage zu dem, was Sie genannt haben, als sozusagen auch Überwindung von Schwellenangst und was jetzt auch gerade Frau Schreiber gesagt hat, dass wir konsumfreie Orte brauchen, öffentliche Orte, an denen sozusagen diese Austausch und Versammlung stattfinden kann. Wie kann Schwellenangst überwunden werden? Also in diesem Sinne aufeinander zugehen, wie kann dieses miteinander aufeinander zugehen denn aussehen im öffentlichen Raum? Ich glaube, da müssen Sie Ihre Bürgerinnen fragen. Ne? Also ja. Darum geht es. Ne? Also das kann ich nicht für Sie beantworten. Da müssen Sie wirklich in die Stadt rein, ins Feld. Also denn die Schwellen mögen ja an dem bestimmten Ort tatsächlich wirklich auch andere sein als an anderen. Ne? Und jetzt wurde eben gesagt, total super, dass es direkt am Alexanderplatz ist, aber vielleicht mag eine und ein zentraler vielleicht Mobilitätsknotenpunkt, aber tatsächlich ist vielleicht, ich glaube, Sie hatten es gesagt, Herr Gut, ne? Aber vielleicht ist eine der größten Schwellen tatsächlich, dass sich ganz viele Leute nicht mal das Busticket leisten können. Ne? Also und da muss man sehen, ob man vielleicht das genauso wie bei der Deutschen Bahn macht, dass wenn man einen Fernreisezug hat, also einen Termin im Rathaus und dann ist die Fahrt zum Rathaus umsonst in der Stadt oder sowas. Ne? Also ich glaube, da kann man viele, viele Dinge überlegen, aber das muss konkret wirklich geschaut werden. Also ich bin da eine ganz große Verfechterin von tatsächlich Feldforschung und rausfinden, was die Schwellen an diesem Ort wirklich auch sind. Aber wie gesagt, ne, das Schwellen können tatsächlich wirklich auch sein. Das wurde eben auch im Chat gesagt, dass man die Räume, dass man nicht hören kann, dass man, ne, dass die Räume tatsächlich so gestaltet sind, dass sie schwierig sind auch zu benutzen. Dann ist aber auch nochmal so ein weiterer Punkt. Schwellen sind ja auch immer unter Umständen Begegnungsräume. Ne? Und die müssten, darüber hat eben Frau Schreiber gesprochen, aber auch zum Teil Herr Gothe und Herr Kühne, dass die so gestaltet werden, dass sie so vielfältig nutzbar wie möglich sind und schwellen ab. Und ich bin weiterhin eine große Protagonistin für ganz, ganz viele unterschiedliche Schwellen. Ne? Also Kinder mögen eine ganz andere, und Kinder sind ja tatsächlich auch Menschen, die sie da im Rathaus haben wollen, als was macht man denn eigentlich, ne? Was bietet man an auch für unterschiedliche Altersgruppen, für unterschiedliche Interessengruppen, wie kommuniziert, also Sprache, ne? Welche Sprache kommt überhaupt zum Spiel? Ist es so wie heute ausschließlich Deutsch oder kommen da ganz viele andere Sprachen tatsächlich auch? Ne? Schwellen überwindet man in unterschiedlichen Dingen, aber da kennt Herr Gothe seinen Bezirk vielleicht einfach auch besser und kann dazu auch sprechen, aber Beteiligung, mitmachen, ne? Mitbestimmung auch darüber, wie Schwellen reduziert werden können. Ganz, ganz sicher, ganz zentral. Mhm. Ja, natürlich, genau, wie Sie sagen, eine zentrale Frage auch dieses Partizipationsprojekt. Herr Gothe, wollen Sie, ich wollte Sie tatsächlich sowieso dazu befragen, auch Herrn Kühne gerne, aber falls Sie dazu was sagen möchten, was wir aus Ihrer Sicht sozusagen dieses Aufeinanderzugehen Verwaltung, Bürgerinnen konkret auch aussehen könnte mit diesem Hintergrund des, wie können wir es nachhaltig machen, wie kann es konsumfrei vielleicht auch aussehen, wie kann diese Interaktion mit Politik und Verwaltung eben gestaltet werden? Ja, das Schwellenüberwinden, das ist tatsächlich ein großes Thema, wo wir auch eigentlich experimentierfreudig sind, um da neue Zugänge zu gewinnen. Die BVV zum Beispiel lässt sich jetzt in ihren wichtigen Sitzungen immer live übertragen, weltweit sozusagen.
um auch einfacher erreichbar zu sein, um zu spiegeln, dass wie demokratische kommunalpolitische Prozesse in so einer BVV eigentlich ablaufen. Aber das ist jetzt auch kein Selbstläufer, dass sich da jetzt plötzlich Tausende zuschalten, weil sie wissen wollen, wie tickt eigentlich unsere Kommunalpolitik. Wir haben ja mit die vielfältigste Bevölkerungsstruktur überhaupt in der Bundesrepublik vermutlich. Und es sei auch einfach mal daran erinnert, dass ein Drittel dieser 385.000 Menschen in Berlin-Mitte keinen deutschen Pass haben. Die dürfen nicht mal mitwählen. Ja. Und tatsächlich haben wir die Bürgerleitlinien, wir haben eine ganze Reihe von Projekten im Rahmen der Städtebauförderung in Moabit und im Wedding, wo ja Partizipation quasi in jeder Facette der Entwicklung mitgedacht werden muss. Das ist ja eins der großen Errungenschaften dieser Städtebauförderung des Bundes, dass Partizipation einfach quasi mitgeliefert werden muss und die verschiedenen Verwaltungen, die eine Schule renovieren, einen Platz neu gestalten, sozusagen gezwungen sind, nicht nur miteinander zu arbeiten, sondern dann auch noch mit der Bevölkerung. Das wird ja immer explizit gefordert. Und da müssen wir nach wie vor feststellen, dass wir kein Rezept gefunden haben, tatsächlich Schwellen so abzubauen, dass repräsentativ die Bevölkerung, um die es geht an einem Ort, sich dann auch tatsächlich beteiligt. Wir hatten jetzt am Leopoldplatz im Wedding wieder ein Neugestaltungsthema und hatten da dann sogar eine Dienstleisterin beauftragt, die explizit Arabisch spricht und Türkisch spricht mit ihrem Büro, um aufsuchende Arbeit zu leisten, Partizipationsarbeit zu leisten, um die sozusagen da, wo die sind, diese Leute, die wir eigentlich mit ihrer Meinung auch rankriegen wollen, aufsucht und zu fragen, wie wollt ihr diesen Platz, wozu braucht ihr den? Und mussten feststellen, dass auch das wieder viel Aufwand war und wirklich Energie, die da reingesteckt worden ist. Es ist einfach nicht einfach, die Vielschichtigkeit dieses Bezirkes dann in solchen Prozessen auch abzubilden. Da sind wir nach wie vor am Lernen und suchen nach Beispielen, wo es vielleicht besser klappt. Eine Rückfrage. Für die Wahl des BVVs dürfen ja auch Bürgerinnen wählen, die keinen deutschen Pass haben. Also für den auf höherer Ebene darf man nicht wählen, ne? Genau, nur dass das. Ja. Darf ich da vielleicht kurz noch zu sagen? Mhm. Der Anspruch sollte auch sein, dass wirklich jede und jeder, die ansässig ist, mitmachen darf. Ne? Es geht ja auch wirklich auch sans papier. Ne? Also sagen wir einfach wirklich in Beteiligung im weitesten Sinne. Es geht nicht nur um die, die einen Schein haben oder sowas. Ich wollte jetzt aber einfach auch nochmal, weil die vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind, die Allianzen, die ja ohnehin schon geknüpft wurden. Andrea kann da natürlich viel von sprechen und auch die Zusammenkunft, vielleicht Andrea Hofmann. Da sind ja schon ganz viele Allianzen geschmiedet worden, da gibt es schon ganz viele Pioniernutzungen, da sind ganz viele Menschen und Gruppen in den letzten Jahren auch im Gebäude gewesen, die ganz explizit an diesen Schwellen ja auch gearbeitet haben. Und diese Expertise hier jetzt mit reinzuziehen und auch ganz gezielt mit in den Prozess zu nehmen, das wäre ja auch, müsste ja auch ein ganz wesentlicher Bestandteil der fortgeschrittenen Arbeit sein. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Mit dem Blick auf die Zeit, wir haben noch eine Viertelstunde, wir haben gesagt, wir schließen um 15.30 Uhr und wollen auch nochmal darauf eingehen, wie Sie hier jetzt in dieser Runde sich ja auch sofort beteiligen können und sozusagen Ihre Stimme abgeben können. Deswegen gebe ich gleich nochmal auch an meine Kollegin, aber ich möchte, bevor wir sozusagen dahin kommen, eine Abschlussrunde machen, das mit allen Ihnen Vieren und Ihnen nochmal sozusagen das Wort geben, was Sie jetzt vielleicht auch aus dieser Diskussion mitgenommen haben, was auf gar keinen Fall fehlen sollte. Also sozusagen mit dem Hinblick darauf, sich nochmal auf einen Punkt zu fokussieren oder andersrum gefragt, eben diese große Frage zu beantworten. Was sind die Kernpunkte, die ein Rathaus der Zukunft tatsächlich bieten oder erfüllen sollte. Und da wir ihn zuletzt gehört haben, nicht gehört haben, meine ich, fange ich mit Herrn Kühne an. Ja, ich würde gerne zwei Aspekte ansprechen.
Also der Alexanderplatz, das Umfeld des Hauses der Statistik, ist ein sehr kosmopolitischer Ort. Die Karl-Marx-Allee nebenan soll jetzt Weltkulturerbe werden. Im Mittelalter stand hier das St. Georgen-Hospital. Wer in Berlin ankam und verdächtig war, musste erstmal in Quarantäne. Da hat man auch alle die hingesteckt, denen man nicht getraut hat in der Stadt. Also vor allem das Wort Gesundheit ist ja schon gefallen. Und natürlich ist der Alexanderplatz und sein Umfeld, wie jeder innerstädtische Ort, ist ein Ort der Obdachlosigkeit. Also wir haben eigentlich keine Infrastrukturen mehr dafür, seit die Kirchen, die das mal geleistet haben, wie St. Georg an der Stelle sozusagen ja, diese Funktion nicht mehr innehaben. Der Alexanderplatz ist ein Ort der Jugendkultur. Also Jugendkultur ist natürlich heutzutage Shopping. Alexa ist eines der hochfrequentiertesten Jugendorte, aber wir haben das Thema auch als Potenzial und als Herausforderung rings um den Fernsehturm. Außer einem Blechcontainer haben Senat und Bezirk in den letzten 15 Jahren nichts geleistet, um sozusagen da Infrastruktur anzubieten. Und der Alexanderplatz ist ein hochpolitischer Ort. Da ist es ein Ort von Großdemonstrationen. Das ist immer ein Ort, wo in den letzten 200 Jahren die nationale und auch Konflikte der Stadtgesellschaft ausgetragen worden sind. Wir haben den Auftrag, vor dem Roten Rathaus jetzt bei einem Freiraumwettbewerb uns etwas einfallen zu lassen, also den Ort der Demokratie für ganz Berlin. Wir wissen nicht, was das ist und wie das werden wird. Also den Platz der kommunalen Demokratie für Mitte haben wir sicherlich auch noch nicht. Und der Alexanderplatz leidet zu Unrecht darunter, dass er medial und von bestimmten politischen Akteuren als ein Ort der Kriminalität stigmatisiert ist. Es gibt natürlich Sicherheitsprobleme in der Innenstadt überall. Aber ich glaube, wir haben eine Polizeiwache mitten auf dem Alexanderplatz. Ich glaube, das sind alles noch Aspekte, die heute bei jedem öffentlichen Gebäude auch eine Rolle spielen. Niedrigschwelligkeit ist das Ziel, aber wir sollten auch keinen zu naiven Begriff von Niedrigschwelligkeit haben. Ich glaube, die meisten Kommunalpolitiker heutzutage und Politikerinnen leben mit täglichen Morddrohungen. Wir haben auch gerade erlebt, wie das in einem nationalen Parlament in einer der ältesten Demokratien total eskaliert ist. Ich glaube, wir sollten auch versuchen, in unterschiedlichen Szenarien zu denken. Also so ein Rathaus muss in Zeiten funktionieren, wo alle glücklich zusammenkommen und Koproduktion von Stadt machen wollen. Ein solches Rathaus muss aber auch konflikttauglich sein, was auch immer das heißt, im 21. Jahrhundert. Okay, vielen Dank, Herr Kühne. Herr Gothe, ich übergebe an Sie zur Abschlussrunde. Ich möchte ja noch mal zwei Aspekte betonen. Der eine ist vielleicht noch mal neu. Eine Hypothek des Standortes ist der wirklich sehr starke Verkehr, den wir hier haben in der Otto-Braun-Straße. Und das liegt mit daran, dass mehrere Radialstraßen, die ja sozusagen einmünden in diesem Quartier am Alexanderplatz, Prenzlauer Allee, Greifswalder Straße, Landsberger, Karl-Marx-Allee, alles strömt von außen hier rein und quält sich dann durch das historische Zentrum. Und wenn man über Klimawandel und Klimawende und Verkehrswende redet, dann wäre dieser Ort, dieses neue Rathaus als Standort sicherlich einer der großen Profiteure, wenn das gelänge, ja, diese riesengroßen Straßenräume, diese Quadratkilometer Asphalt, die hier zu finden sind, wenn das wirklich in eine andere Art von Freiraumstruktur überführt wird, wo das Kfz maximal an Bedeutung verliert hoffentlich und andere Verkehrsarten eben davon profitieren, aber man dadurch dann eben auch Flächen gewinnt, die eben blaue und grüne Flächen abbilden, die dazu beitragen, dass da das Mikroklima besser wird, etc. pp. Das ist, glaube ich, ein großes Thema, das auch diesen Standort maßgeblich beeinflussen wird. Das Zweite nochmal, diese Schnittstelle des Rathauses zur Öffentlichkeit, vor allem natürlich im Erdgeschoss, in das Quartier, aber auch bis zum Alex gedacht,
Ich frage mich hin und wieder, ob wir bei diesem Architekturwettbewerb nicht tatsächlich auch so großzügig sein sollten, Flächen im Erdgeschoss größerer Art zu reservieren als Möglichkeitsräume, wo wir jetzt noch nicht genau definieren, was das ist. Es gibt so ein schönes Projekt an der Spree von einer Genossenschaft, wo das ausprobiert worden ist und wo in den Erdgeschossen sogenannte Möglichkeitsräume hergestellt worden sind, die sehr großzügig erscheinen und alles Mögliche aufnehmen kann. Und das wandelt sich dann auch, so ist es jedenfalls die Idee der Verfasser und der Bauherren, dass sich die Nutzung in diesen Möglichkeitsräumen ändern. Und vielleicht ist man gut beraten, sowas in einem Rathaus auch vorzusehen, um auf Entwicklungen in den nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten meinetwegen zu reagieren, räumlich in dieser Schnittstelle zu einem Rathaus und dann nicht schon auf den letzten Quadratmeter auszubaldowern, wo da noch eine Sitzecke ist für ein Einzelgespräch oder so, sondern wirklich großzügig Räume vorzuhalten für die Dinge, die wir noch nicht wissen können. Ja, vielen Dank, Herr Gothe. Ich gebe weiter an Sie, Frau Professor Schneider. Was darf beim Rathaus der Zukunft in Berlin nicht fehlen? Ja, also den Begriff Möglichkeitsraum finde ich erstmal total toll. Ich glaube, das ist genau richtig. Also wirklich Slack Space, wie das die Engländer nennen, also Raum, der noch nicht wirklich definiert ist, der sich entwickeln kann. Ich glaube, wirklich in langen Perspektiven denken und Raum lassen, dass sich flexibel Dinge anpassen können. Ob jetzt, wie die Verwaltung in 20 Jahren aussieht, weiß keiner in 50 Jahren. Wer weiß, was man da braucht, wie das genutzt wird oder die Zivilgesellschaft eben auch. Für mich wäre der Begriff Gemeinwohl tatsächlich wirklich auch ernst zu nehmen in diesem Ganzen, also Solidarität, Gemeinwohl und so weiter. Und dass dieses, ich nenne es einfach nochmal Privileg, ne, in dieses sehr große öffentliche Gebäude einzuziehen, dass diese Geste tatsächlich auch in die Bevölkerung weitergetragen wird. Dass diese Zukunftsthemen der Selbstbestimmung, Mitbestimmung tatsächlich wirklich weiter mit ausgebaut werden, anstatt in partizipativen, konsultativen Verfahren zu verharren. Und tatsächlich auch aufbauen auf die Allianzen, die schon existieren und die mitnehmen, ne, und ja, weitertragen. Ja, vielen Dank, Frau Professor Schneider. Frau Schreiber, Sie haben das letzte Wort in dieser Runde. Und genau, auch zu der Frage, was aus Ihrer Sicht nicht fehlen darf. Ja, also ich kann mich da tatsächlich nur anschließen. Also für mich sollte dieser Ort auf jeden Fall auch einen sehr starken, transparenten Ort der lokalen Demokratie darstellen und der Beteiligung und der Gemeinschaftsbildung. Und ich finde, Frau Schneider hat das nochmal richtig auch hervorgehoben. Es gibt ganz, ganz tolle Allianzen, die dort schon geschmiedet wurden. Und darauf sollte man aufbauen. Da ist wahnsinnig viel Pioniergeist, Experimentalfreude. Und ich glaube, diese sogenannten Möglichkeitsräume sollte man auch genau mit diesen kreativen Geistern und mit diesen Allianzen bespielen und eben mit den Bürgerinnen und Bürgern und ihnen hier auch Räume bieten, sich das auf Dauer anzueignen und nicht alle Nutzungen schon von vornherein vorzudefinieren. Und gleichzeitig würde ich aber auch gerne nochmal diesen Punkt von Schwellenangst, also sozusagen Schwellenüberwinden ansprechen, weil das für mich wirklich auch was damit zu tun hat, manchmal auch so rauszugehen aus diesem Rathaus als Gebäude an sich und wirklich, was kurz auch angedeutet wurde mit dieser aufsuchenden Arbeit. Ich finde wirklich diese Idee von so einer kleinen, mobilen, komplementären Rathaus, was auch immer das dann sein kann, was sozusagen angedockt ist daran und auch immer wieder auf die Nachbarschaft und das Quartier und die Bürgerinnen und Bürger dort vor Ort zugeht, mit vielleicht Fragestellungen, mit vielleicht Projekten, was auch immer. Also sozusagen rauszukommen aus diesem Gebäude, auch einen wichtigen Punkt. Und natürlich den Nachhaltigkeitsaspekt ebenfalls in den Vordergrund zu stellen und sich ganz richtig zu überlegen, wie können wir hier auch neue Impulse setzen für andere Mobilitätskonzepte vor Ort und auch ausstrahlen und eben auch einfach in der Architektur und ganz sichtbar hier auch ein Zeichen setzen, ob das nun mit anderen Baumaterialien ist oder Begrünung oder was auch immer, diesen Aspekt ganz offenkundig und offensichtlich auch nochmal symbolträchtig da darzustellen. Ja, vielen Dank, Frau Schreiber. Vielen Dank an Sie alle vier
für Ihre abschließenden Punkte. Ich glaube, Sie haben nochmal ein sehr gutes Bild aufgemacht, auch für Sie im Chat und vielleicht für Sie das auch später hören, warum es sich lohnt zu beteiligen, also welche Möglichkeitsfenster sich hier jetzt auch bieten und gleichzeitig natürlich auf was auch aufgebaut wird, aufgebaut werden kann. Ich glaube, es ist tatsächlich genauso wichtig und wie, welche Flexibilität wir sozusagen in dieser Gestaltung jetzt auch brauchen und Vorausschau, um diese Möglichkeitsfenster zu nutzen in einer langfristigen, nachhaltigen und auch gemeinwohlorientierten Perspektive.